Pupi, das machst du super. Mhm. Was für ein schöner Grabungsschuppen, Tobias. Oh, das hast du sehr gut. Au! Das war ein freundlicher Knuff gerade, weil wir Kumpels sind. Er fühlt sich sehr bestätigt. So, warte. Grabungsschuppen. Ich stelle den gleich schon mal ein. Das ging aber echt schnell, ne? Ja, war jetzt nicht so eine mega krasse Arbeit. Geht schon. Angenehm. So, und dann? Das ist sehr gut. Angenehm, nicht? Das Problem ist, wir brauchen halt noch einen Arbeiter dafür, ne? Mm. Zwei sogar eigentlich. ob wir noch einen kriegen würden? Ich weiß es nicht. Du hast jetzt, seitdem wir diese 800 Dings-Quester gemacht haben, hast du... Zwei habe ich rangeholt. Zwei. Boah, einen würden wir vielleicht mit viel Glück noch bekommen. Oh Gott, die Steuern. Tobi, ich probiere mein Glück. Ja. Wir müssen wahrscheinlich 5000 Steuern bezahlen. Ja, aber wie sieht's denn aus bei uns in der Kiste, in der Lagerkiste? Wir verdienen doch jetzt unendlich viel Geld. Ja, ja, alles gut, da sind 9000 drin, aber 5000 ist trotzdem sehr viel. Ja, na gut, aber das stimmt schon, aber ja, bitte. Ich glaube, die kriegen wir gut rein im Jahr, oder? Ja, ich glaube auch. So, ich laufe hier mal ganz kurz an der Küste entlang, also hier am Flüsschen. Oh, da hinten sind die Wölfe sogar. Aha, interessant. Oh, man könnte hier sogar... für Reittiere kann man hier Satteltaschen machen. Oh, geil. Da kannst du mehr Sachen mitnehmen, wie cool. Wir sollten vielleicht doch mal wegen Pferde gucken, ne, wo wir die kriegen. Und soll ich eigentlich mal Trinkschläuche statt Wassereimer machen, oder ist es egal? Ich glaube, Trinkschläuche sind eigentlich egal, oder? Ja, okay. Also ich glaube schon, weil wir trinken ja immer am Fluss. Ja, das stimmt. Ich dachte vielleicht hier für die Leute, aber ich glaube, da ist es auch tatsächlich wurscht. Ja, die können ruhig das Eimer trinken. Ich habe nie drüber nachgedacht, wie das aussieht, wenn die Wassereimer mit nach Hause nehmen und dann was trinken. Die gehen bestimmt mit der Hand rein und lässt das ganze Wasser voller Bakterien. Ja, und rührt nochmal drin rum einfach. Hat sich die Finger nach dem Kacken nicht gewaschen. Ja doch, im Wassereimer. Bah. Ja, nun. Ist egal. Vielleicht bildet es ja irgendwann so einen Eigengeschmack. Wir haben keine Kohlsuppe? Was? Wir haben keine Kohlsuppe. Was macht denn der Koch den ganzen Tag? Ich habe keine Ahnung. Also wir haben Kohl und Fleisch ohne Ende. Was macht der Koch den ganzen Tag? Holzteller haben wir auch. Holzteller haben wir mehr als genug. Also der ist den ganzen Tag am Machen. Ich weiß nicht, was brauchen wir noch? Wasser? Braucht der Wassereimer? Nee. Eigentlich nicht, oder? Nee, guck vorsichtig aber nochmal nach. Ich glaube aber nicht. Ich kann mal gucken bei Verwaltung hier. Braucht die irgendwas hier? Ja, crazy. So, Spitzhacke 2. Jo, Spitzhacke 3. Sehr gut. Und hier? Spitzhacke 1. Okay, Kunigunde. Bitte komm nochmal mit. Oh. I don't want to be lonely anymore. Oh. Tobi managt gerade. Steht der Bedarf bei der Kohlsuppe auf null? Nee. Ich verstehe das eigentlich nicht. Sowieso nicht. Keine Ahnung. Guck du lieber nochmal. Kunigunda! Yo! The village is slowly developing. So, Kunigunde zieht auch mal in die einfachen kleinen Häuser ein. Die ist schon 30. Mmh. Euer Reif. Ja, hat nicht mehr so eine hohe Lebenserwartung. Na doch, die eine in der Stadt ist doch auch 57 oder so. Oh, na gut, stimmt. So, rein in die Grabungshütte. Rein in den Spaß. Warte mal ganz kurz. So. Okay, ich schau mal eben mal bei der Küche. Wo ist denn die Küche? Gott, das ist alles so durcheinander.
Gewinnung ist es nicht. Es müsste Produktion sein, da. Gustava macht zu 90% Kohlsuppe. Es sollten am Tag 14 Kohlsuppen erstellt werden. Ja, und im Nahrungslager war gerade null. Wir brauchen eine zweite Köchin, oder? Oder einen zweiten Koch? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube ja. Schon ein bisschen ernüchternd, was die da macht. Ich glaube, wir brauchen wirklich einen zweiten Koch. Produktion 1. Ah, du Nulpe. Produktion 2. Oh Gott, ich bin von Versagern umgeben. Ihr Kratas. Okay, ja, Holzschalen haben wir ohne Ende. Wir haben ohne Ende Kohle und Fleisch. Ich glaube nur, ein Koch reicht inzwischen nicht mehr für die Menge an Leuten, die wir haben. Wir brauchen, glaube ich, wirklich Koch Nummer 2. Weil ich meine, kann man nicht auch einfach jemanden nehmen, der Stufe 2 hat? Levelt der nicht mit? Ja, aber es dauert immer, ne? Es dauert lange. Ah, okay. Na gut. In Skauki war niemand, ne? Ich weiß nicht, wie das mit Produktion aus... Ich glaube, Produktion war doch eh eigentlich der letzte, den du gefunden hattest. Der Dude hier. Du hast ja voll oft geguckt bei allen. Mhm. Ich glaube, wir werden... Aber guck mal, morgen ist Jahreszeitenwechsel. Oh, stimmt. Ich bin trotzdem aber ganz kurz in Klonika. Ich war unsicher, ob ich da jetzt noch jemanden habe sitzen lassen. Ich schau mal. So. La 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 la. So. Ihr Missgestalten. Dann zeig doch mal. Okay. Ja, nee. 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 Keiner hat eine 3. Dann warten wir mal. Ja, dann warten wir. Bis zur nächsten Jahreszeit. Weißt du was? Aber ich mache eine Arschbombe mit eurem Fluss, weil ich nach Scheiße stinke. Oh. Voll der Asi einfach. Der Fluss für die nächsten 3 Jahre einfach verdorben. Ja, der Fluss ist nicht tief genug. Ich kann mich hier nicht waschen. Das heißt, ich laufe schmutzig durch einen Fluss und ziehe so eine Spur hinter mir her wahrscheinlich. Hier vielleicht? Nee. Der sieht so tief aus. Okay, Schaf hatten wir geholt. Pferde haben wir noch gar nicht gesehen irgendwo, ne? Haben wir eigentlich jemanden im Pferdestall? Ich hab das schon wieder vergessen. Ich glaube, du hast da jemanden reingestopft. Und ich glaube, Pferde gab es in unserer Hauptstadt hier vorne. Direkt am Eingang. Ja, okay, dann wüsste ich ja vielleicht noch mal kurz hin. Warte mal, wie Geld habe ich noch? 1300. Das wird für ein Pferd nicht reichen, glaube ich. Vielleicht kann ich einen Fohlen erstmal. Kann ich erstmal einen Fohlen oder so? Das wurde mir empfohlen, Tobi. Ich wollte gerade auch was mit empfohlen. Natürlich wolltest du das. Natürlich wolltest du das sagen. Ich habe am Meister gelernt. Das tut mir leid, Tobi. Nee, hier draußen wahrscheinlich, ne? Da, die Pferde. Ja, aber ich glaube, Fohlen gibt's da nicht, dachte ich. Ja, ich guck mal, was die so haben. Tobi, wie viel Geld hast du noch? Auf Tasche 747. In der Kiste haben wir noch 10.794. Das kostet so ein Gaul. Ausgewachsen 4.000. Jo, gut, das sollten wir nicht tun. Wir müssen die Steuern noch bezahlen. Ja, nicht ausgewachsen 3.300. Hä? Könnten wir uns, also da könnten wir 2 theoretisch nehmen. Aber dann müssen wir... Was ist das denn? Warum ist denn das Fohlen? Hä?
Drei davon? Warum denn drei? Hä, was ist denn mit dir? Drei? Ein Männchen, ein Weibchen und dann Ariba. Oh, das sieht sehr schön aus auch. Ja. Schön, wie die arbeiten. Ich tu mal kurz. Ich tu mal kurz was, Tobi. Ich tu mal kurz was. Was tust du? Haben wir. Das sieht gut aus. Ich mach's mal kurz manuell. Wie spät ist es? Warum ist es schon Abend? Ich habe gerade überlegt, ob du mir vielleicht noch die Fladenbrot in die Hauptkiste packen kannst. Soll ich das tun? Lohnt sich, glaube ich, nicht mehr, weil es schon Abend wird, Letz. Und dann wache ich bald wieder zu Hause auf. Ach ja. So. Wo sind die ganzen Händler? Wie früh kann man Feierabend machen, Mann? Ja, die sind da sehr pünktlich. Ostermann, ciao. So, guten Tag, Lulu Mila. Zeig mal deine Ware. 1000 hast du. Okay, wie wär's denn, wenn du mir mal, wo sind die denn? 5 Stück abkaufst. Jo, sehr gut. Jetzt verkaufe ich noch die anderen, dann habe ich 2000 mal eben gemacht. Wo sind die denn alle? Verstecken sie bestimmt in der Kneipe, oder? Jo, hier, zeig mal deine Ware. So. Zum Glück machen die nie Feierabend. Und nochmal 1000. Sehr gut. Jetzt hole ich noch ein bisschen Kohle aus dem Lager und dann haben wir 2 Pferdeturm. Geil. Ich habe gerade 10 Eisensicheln verkauft. Einfach mal manuell und dann haben wir dadurch noch 2000 bekommen. Das müsste für die Steuern für nächstes Jahr dann auch noch reichen. Ja, das Verkauf halt Plattenverträge. Kann schon nicht mehr reden. Paar Fladenbrote. So, mein Gott. Ja, eben. So, wie viel habe ich jetzt? Ich brauche. Wo sind hier die Münzen? Münzen. Junge. So, das reicht. Auch für die Steuern. Okay. Halt dich fest. So. Na. So. Let's go. No. Ich sehe, du warst schon bereit. Stutfohlen. Erik, ich bin bereit. Jo. Geil. Stut gut, oder? Hengstfohlen und Stutfohlen. Ja, geil. Ja. So, wo passen da jetzt die Satteltaschen drauf? Einfach drüber hängen. Über den empfindlichen Nacken. So. Wenn ich es jetzt schon trainiere, kann es später noch mehr tragen. So, 500 Baumstämme. Los! Ja. Zieh, Junge! Ja, dann wird das so ein richtiges Brauhaus-Fohlen, weißt du, was ich meine? Also nicht Fohlen, sondern so ein Brauhaus-Zuchthengst einfach. Ja, geil. Ja, sicher. Brauchen wir wahrscheinlich was zu essen, oder? Ja, gut, weiß ich nicht. Ach, die Futtertraufe ist schon voll. Ja, geil. Perfekt. Ja, wir haben auch schon mal, der sich kümmert, ne? Wir haben auch schon mal im Stall. Ach, ja, da easy going, hey. Ja, passt schon. Wir haben die beiden aber den Eltern entrissen, weil es günstiger war. Ja, finde ich gut. So. Ah, schön, wie die hier zusammengebrochen liegen.
Ich sehe, du hast das mit dem Baumstamm funktioniert gut, Tobi. Erik, ich habe die trainiert. Die müssen ein bisschen schlafen sehr, jetzt. Sehr gut, sehr gut. Ja, schön. Ja, dann haben wir auch Pferdchen, haben wir jetzt auch. Bisschen weniger Geld, aber Pferde. Geil. Müssen wir warten, bis die ausgewachsen sind, ne? Dann können wir die benutzen. Voll geil. Mhm. Dauert noch ein bisschen. Man kann den Namen geben. Ich guck mal kurz was. Erik, einer muss Ferik heißen. Das geht nicht anders. Tobi? Einer muss Ferik heißen. In jedem meiner Let's Plays, wo ich ein Pferd habe, heißt ein Pferd Ferik. Das geht nicht anders. Schade, hier geht's nicht. Wollt nur was gucken. Warum geht das hier nicht? Wie kann man die denn umbenennen? Vielleicht erst, wenn die ausgewachsen sind? Ah, das wäre. Hä, nee, das wäre ja voll dumm. Hä, wo kann man die umbenennen? Details anzeigen geht nicht. Zuweisung verwalten. Vielleicht erst, wenn man die irgendwie gesattelt ach, hat? Ah, nee, ah, nee, okay. Nee, ich sehe schon. Ich sehe schon. I know not every marriage is built on love, but at this point I'd love to have a loveless one at least. Hä? Klaut da jemand? Ich weiß nicht, was sie da drin gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie beobachtet. Sag mal, Slavo. Was hast du da drin gemacht? Was, hast du gemacht, was war das gerade? Was war das gerade? Was war das gerade? Hä? Was war das gerade? Wir haben das gesehen. Wir haben leider noch kein Gefängnis. Ungefragt an die Vorräte gehen. I'm starving. I'm starving. So. Damn it. Okay, neue Jahreszeit oder was? Ja. Fight me, coward. Warte, ich muss die Mitbewohner noch kurz beleidigen, so ich komme. Oh, okay, sehr gut. Der habe ich es gezeigt. So. So. Diese Mückengeräusche manchmal. Na. Ach, ich wache ja eh wieder woanders auf. Ach so. Oh, like das ist die schöne Begrüßung im neuen Jahr. Oh. Oh. Wie geht's dir denn so? Ja, echt, das ist spannend. Ciao. Okay, ciao. Oh, sieht das schön aus. Oh, sieht das schön aus. Ist das schön. Junge, Junge, Junge. Ich muss noch mal ganz kurz eben unsere neue Straße anschauen, wie die jetzt aussieht. Der Markt da unten, naja, naja. Wieso mache ich den Markt hier unten in der Gosse auf? Schön mit den Häusern, die hier den Berg hochgehen. Ich glaube, ich habe mich in die Gosse gebumst. Du wolltest ja über den Schweinehirten bumsten. Hä? Ja, mich hätte ja sonst keiner genommen. Oh, da komme ich günstiger in Mett. Maurermarmelade. Ja, ja, genau so. War ein Scheißplan, Tobi. Ich nehme mal die 7000 hier drin und gehe mal die Steuer bezahlen. Oder magst du das vielleicht mal machen? Ja, kann ich machen. Alles gut. Kannst du auch gleich Quests annehmen, wenn du willst. Halt. Nee, ich brauche Landwirtschaftspunkte, damit wir eine Mühle kriegen. Gut, dann gehe ich die Steuerbezahlung Quest annehmen. Viel Spaß. Ab aufs Feld. Ich hab in die Ecke geschaut, Mann. Ich gehe wieder Hasen jagen wahrscheinlich. Ach Gott. Ach man, die Frau kann bezahlen, was? Was? Die Frau kann Steuern bezahlen?
Oh, ja, ich muss, ich muss halt eh die Stadt, aber okay, gut zu wissen. Habe ich keine Sense mehr? Sense aber ganz ehrlich, ich möchte Unirat nicht die 7.900 Münzen in die Hand drücken. Ja, die Frau kann Steuern zahlen, okay. Cool. Deiner Frau möchte ich die auch nicht geben. Was? Nee. Was ist das für ein Vertrauensverhältnis hier, Tobi? Ja, auf gar keinen Fall. Hä, wieso? Nee. Tobi, was soll das? Auf gar keinen Fall. Würdest du Unirat die geben? Unirat weiß gar nicht, wie Geld aussieht. Der kann damit gar nichts anfangen. Ich hasse dich. Gut. Das war nicht das beste Beispiel einfach. Okay. Was suche ich gerade? Ach, eine Sense. Warte. Eisensense. Haben wir da? Ja. Oh, 13 Stück haben wir. Geil. Ich sage, die anderen Werkzeuge können wir auch zu gewissen Prozenten verkaufen. Oh. Ja. So, dann wollen wir mal. Bevor die hier anfangen zu arbeiten, die haben schon angefangen zu arbeiten. Scheiße. Ich brauche die Punkte. So. Yo! Achso, das warst du. Ich dachte, ich habe jetzt direkt schon Level up. Ich wollte mich schon freuen. Geh hacken. Ja, ich brauche deine Hacken. Kannst mal richtig hacken gehen. Ich brauche deine Hacken und ich brauche deine Säckchen vor allem. Erik, ich brauche dein Säckchen. Tobi, da steht ja mal frei zur Verfügung. Du weißt, wo du es findest. Immer da, wo es nach Kräutermischung riecht. So. Hat ein bisschen gedauert. Alter, wir haben 7.000 Euro Steuern bezahlen müssen? Was? Ich habe noch 900 Münzen. Ich dachte 5. Ja, das stimmt wohl nicht so ganz. Das geht mit der Jahreszeit immer hoch dann nochmal. Okay, das der Verwaltung stimmt wohl nicht. Holy smokes. Erstmal der Tower vermögeln. Das ist halt wirklich Scam. 7.000. Die wollen uns einfach bluten. Reichen Steuer, wir sind nicht reich. Wir reinvestieren noch alles in unsere Bevölkerung hier. Tobi hat sogar Lampen aufgehangen. Krass. Erfolg wird bestraft, Tobi. Ich sag's dir, wie es ist. Wir hätten einfach eine Schmutzbude bleiben sollen. Es ist wie frühes Deutschland einfach hier. Ja, furchtbar einfach, furchtbar. Ich warte nur drauf, dass die Kupferkabel verlegen. Das große Ding. Ja, ja. Ja. Die Zukunft. Die Kupferkabel reichen erstmal. So. Ich soll Füchse jagen. So. Wo haben wir denn hier Füchse, Alter? Weiß ich doch nicht. Wo ist denn hier ein Fuchs? Musst du süße Füchse töten? Ja. Oh, ich trage jetzt schon zu viel. Krass, okay. So, puh. How is life treating you? Gandalf kam hier gerade rein. Nee, was ist das? Was ist das für ein Kost? Achso, ah ja, kannst du nicht sagen, weil das geheim ist. Ja. Hä, sag doch mal. Keiner hört zu. Nee, ist geheim. Darf nicht. Kam hier gerade im Cosplay rein. Die Palme macht doch den ganzen Tag an ihrem Cosplay. Geil. Ja, ist cool. Sah sehr gut aus. So. Bleib doch mal stehen, du Fuchs. So. La, 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 la. So. Da könnte Tobi auch mal bei uns im Dorf vorbeikommen. Wir haben eine echte Fuchsplage momentan. Oh, Junge, bin ich überladen. So. Einen Roggen auf mal ein Feld vergessen.
Yo! Geil! Läuft! Als nächstes kommt die Mühle. Ja. So. Die armen Füchse, wozu? Um die Hasen runterzuspülen. Was? Weiß ich auch nicht. Er will doch mal Hasen haben und dann einen Topf und dann Füchse. Ich weiß doch auch nicht so genau, was er da macht. Ich hab keine Ahnung. So. Wie war das bei... Nicht zu vergessen auch Krähen auch. Was denn? Bei Bioshock Infinite nochmal, diese zwei, zahlen sie ihren Sold? Irgendwie sowas? Ja, die Gebrüder da, ne? Ja, voll geil. Oh, das war so cool. Ging's da nicht auch um freien Willen und Entscheidungen, aber irgendwie alle Booker de Witz entscheiden sich immer für dasselbe? Ja, mit diesem Käfig-Dings da, ne? Ja. Die Illusion des freien Willens. Haben wir gestern noch Videos zugeschaut. Story großartig, deswegen bin ich mal sehr auf Judas gespannt. Oh, da bin ich auch mega gespannt drauf. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht dieses Jahr auf dem Summer Game Fest was Neues erfahren. Ja, aber vielleicht bei den Game Awards. Vielleicht bei den Game Awards, wir gucken mal. Vielleicht ist es was für die große Bühne. Ja, da bin ich mega gespannt drauf. Es ist zwar nicht mehr unter Wasser, das ist ein bisschen schade, das ist space-mäßig, da bin ich immer so, aber abwarten, ich bin echt gespannt drauf. Hauptsache wieder ein Dilemma mit einem selbst. Ja, geil. Mehr will ich ja gar nicht. So, bevor ich den Roggen jetzt verschrote, ich hau dir mal kurz hier in die To-Do-Kiste. Der Roggen 1590, das geht ja für den Anfang. Würde ich gerne mit meinem Säckchen nochmal übers Feld wandern. Ja, was mache ich denn hier? So. Feld und dann düngen. Dünger 0. Ach, der ganze Dünger ist jetzt da drin. Jetzt müssen wir leider noch düngen, weil ich brauche leider die Landwirtschaftspunkte, damit wir die Mühle freischalten können. Auch wenn es halt echt unspannend ist, das gebe ich zu. Tobi hat den besseren Part des Deals. So. Nee, auch nicht so wirklich. Füchse zu jagen ist jetzt auch nicht so mega spannend. Oh, ist bestimmt spannender als Scheiße auf dem Feld auszustreuen. Gut, die Scheune ist ein bisschen kaputt. Oh ja, wir müssen die Häuser mal. Wir müssen mal so einen Reparatur-Jones hier anstellen fürs Dorf, ne? Langsam mal. Ja, das könnte man mal machen. Ja. Tag. Ach, unbesät. Okay. Ach, warte mal. Das Feld ist schon fertig? Okay, krass. Ungedüngt. Nein. Was denn? Ich hab den Speer daneben geworfen, wa? Das ist nicht gut, Tui. Hä, wo ist jetzt hingerannt? Das Jagen ist so nervig, ne? Oh, keine Ahnung. Cool, meine 4K-Aufnahme läuft übrigens immer noch, wollte ich nur sagen, ne? Geil. 4,5 Stunden, geil. Beides noch synchron, geil. Das könnte funktionieren. So. Blab. So. Tobi, ich glaube, Füchse fangen ist, glaube ich, spannender als das hier. Weiß ich nicht. Das macht auf jeden Fall nicht mehr Spaß, glaube ich. Wie jagst du die Füchse denn? Mit dem Speer oder mit dem Bogen? Ja, ich habe meinen Bogen zu Hause vergessen. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber es kann ja keiner wissen, dass der schon wieder irgendwas Getiermäßiges haben möchte. Das ist also, ne? Will er das nicht immer? Nee, letztes Jahr nicht. Also letzte Dings. Okay. Hätte gedacht, er wäre es immer. So. Greifst du mich jetzt an? Greifst du mich an? Nur ich box dich! Nur mit Worten, Tobi. Du altes Krähenbein. Sag mal.
gestolpert. GG, Tobi. GG. Zu deinem Mord. So, verstehe jetzt nicht, was du meinst. So. Wuppdi-dupdi-du. Ja, danke, Pommes. Genau das meine ich nämlich auch. Alter, die sind so schnell. Okay, hier ist ungedüngt wenigstens. Okay. Let's go. Da ist ein Fuchs. Die sind echt schnell mit den Feldern. Ist krass. So. Lacht er mich aus? Hm? All by myself. La 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 la. All by myself. Tobi, was passiert? Ja, ich habe dem Fuchs gerade einen Headshot mit meinem Speer gegeben, weil er mich angegriffen hat. Oh. Alter, der war echt mies. Uff. Ja, ich brauche aber noch zwei und hier sind keine mehr. Das ist ja jetzt auch spannend, ne? Was? I'd make you mine? Was? So. Wer schneller arbeitet, hat schneller Feierabend. Echt? Ich dachte, wer schneller arbeitet, kriegt noch mehr aufgedrückt. So. Die sind echt zügig unterwegs hier. So. Du. Jetzt düngt die hier auch. Macht die mir Konkurrenz gerade? Ich brauch so die XP. Was lässt du dir gefallen? Naja, ich muss. Die machen das ja auch schon gut. Die sind halt richtig schnell geworden inzwischen. Die haben ja teilweise auch schon Feld 7 und so. Also die sind echt, puh. Die ballern die Felder um. Junge. Was denn? Klubias und Ferik, finde ich gut. How is life treating you? Ja. Die bestimmte Tradition muss man aufrechterhalten. Ja, ist halt so. Geil. Sei froh, dass er nicht Glied drin wohnt. Oh, Glied. You're ja, hurting Mann. Me. Ja, mit den Schildern. Irgendwann mit den ganzen Schildern, die ich aufgehangen habe. Junge, habe ich mir Mühe gegeben. Oh, boy. Oh. Flop. Und flop. Ah, boy. Ich brauch mehr XP. Ich brauch mehr XP. So. Wo ist hier der Fuchs-Dingens? Hier. Gott. Wie sieht's denn hier aus? Ungedüngt. Oh Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hoffe jede Minute einfach immer drauf, dass gleich wieder so ein Level abkommt und wir jetzt den Dingens die Mühle bauen können. Warte, ich kann da mal gucken. Mal denn? Wird noch dauern, ne? 1700 Punkte noch. Uff. Jo. Wie viel war der Abstand insgesamt? Zwischen? Ja, zwischen dem davor und der Mühle. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, was du eben freigeschaltet hast, dieses dritte Gebäude da, das ja. War bei 8000. Und, oh, guten Tag. Und die ist jetzt bei? 10.000? Die ist bei 10.000, ja. Okay. Ja, dann geht das sehr mühsam hier. Sehr mühsam.
Aber okay. So. Aber egal, egal, egal. Wir arbeiten uns da langsam hin und wir kriegen diese verkackte Mühle. So. Gut. Dann, hups, dann habe ich das soweit erstmal. Und wir müssen noch sagen, was wir pflanzen, ne? Im Frühling, was wollten wir pflanzen? Wahrscheinlich Flachs ohne Ende, oder? Ich glaube, ja. Wahrscheinlich Kohl haben wir ja wahrscheinlich noch. Dann gehe ich mal kurz auf die Felder und... Feld 1, 2, 3. Also zumindest die vier Felder hier hinten sollte man Flachs machen. Feld 7, Feld 8. 7, 8, 9, 10. Dann machen wir die mit Flachs. Flachs. Wupp. Das sollte gehen. Oh, Status. Wächst dann da nichts? Da müssen wir mal gucken. Dann 7, 8. Anbauen. Flachs. 9. Was denn? Das übliche, Erik. Das übliche. Okay, verstehe. 10. So, Flachs. So. Ich wünschte, man könnte die Felder irgendwie festlegen von vornherein, was man da anbauen will. Ja. In der Zeit. Das wäre ganz cool. 6 baller ich auch noch Flachs drauf. Hört ihr das Geknatter auch gerade? Vom Sound? So. Hier, Flachs. Wupp. So. Träumchen. Dann haben wir noch 2 Felder, wo wir noch was anderes anbauen können. Ich weiß aber noch nicht genau, was wir da machen. Hafer, Weizen, Kohl brauchen wir erstmal nicht, rote Beete brauchen wir auch nicht, Zwiebeln, Mohn. Eigentlich Hafer wäre das Vernünftigste, ne, für Tierfutter. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei Tierfutter wäre auch eigentlich keine großen Probleme haben, aber anbauen wäre nicht schlecht, glaube ich. Wäre nicht schlecht. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, ich mache 2 mit Hafer. Das wären 1 und 2, glaube ich, ne? So. Ne, 4 und 5. 3 und 4. Okay, 3 und 4. Dann Felder 3 und 4. Einmal kurz auf Hafer umstellen. Hafer, Nagina, Hafer. So. 3 und 4. Hi. Ja, greif dich endlich an. Geil. Komm her. So. So, 4. Die machen das schon. Okay. Dann bringe ich mal den Dünger weg. Naja, ich habe gemacht, was ich konnte. Die Samen lasse ich die machen. Ich ernte dann lieber wieder. So, dann haben wir das schon mal weg. So, huch. Warte. Dünger. 89 Dünger. Junge, Junge. Dann mache ich mal den anderen Shit, den wir machen müssen jedes Jahr. Gebäude reparieren, kommen wir noch zu, aber erstmal machen wir... Nein, ich habe vergessen, den Kohl reinzuballern. Oh nein. Oh. Ich habe letzte Jahreszeit vergessen, Kohl einzulegen. Upsi. Oh. Wegen Dünger? Oh. Ich guck mal. Ich glaube, wir haben aber genug Dünger. Sollte erstmal reichen. So. Ich schau mal, wie viel Dünger haben wir? Achso, ist ja eh gedüngt. 886 Dünger haben wir noch, 349 Dungen. Ich glaube, wir werden überleben. Huch. Was war das? Ein Fuchs. Oh. Okay. Es war okay. Ein Fuchs. Hm.
So. Naja, ich beschäftige mich in der Zeit mit Scheiße. So. Ach, warte mal, wenn ich gerade hier bin, soll ich mal gucken, was haben wir gebraucht für einen Dude? Für wen? Ich weiß, wollten wir nicht noch irgendjemanden haben, der bei uns wohnt? Ja. Also ich habe hier zweimal Landwirtschaftsstufe 3. Wir könnten noch einen, genau, einen für die Küche brauchen wir noch. Also Produktion bräuchten wir noch einen.